Vor ein paar Jahren noch standen die Originalproduktionen von Netflix ganz klar immer für gute Qualität und großartige Unterhaltung. Doch mit der zunehmenden Masse an Netflix-Originalen hat sich dies leider geändert, gerade im Bereich der Filme. Ich habe mir die Arbeit gemacht und alle Netflix-Originalfilme aufgeschrieben, deren Ratings bei IMDb, Rotten Tomatoes und Letterboxd herausgesucht, aus den Ratings einen Durchschnitt gebildet, mein eigenes Rating eingerechnet und präsentiere dir nun stolz die besten Netflix-Originalfilme bis Mai 2018. Unsere Seelen bei Nacht. Zwei einsame alte Menschen verabreden sich, das Bett zu teilen. Und es geht nicht in erster Linie um Sex. Das ist eigentlich gar nicht so meine Art von Film. Unsere Seelen bei Nacht ist im Grunde eine Coming-of-Age-Love-Story, nur ohne Coming-of-Age im eigentlichen Sinne. Ich will gar nicht zu sehr in die Handlung des Films einsteigen, da gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Es geht halt um zwei alte Menschen, die sich kennenlernen und sich vermutlich ineinander verlieben. Dann gibt es hier und da mal ein paar Konflikte, aber am Ende ist doch wieder alles gut. Ein klassischer Liebesfilm halt. Dennoch ist auch ein Abe nicht so kalt, dass er diesen Film überhaupt nicht berührend fand. Ich kann sagen, dass der Film sehr sweet und schön gemacht ist. Genrefans greifen zu, alle anderen schauen Probe. Hush. Dieser Horrorfilm bringt ein interessantes Element in das Genre, denn die Protagonistin ist stumm. Na gut, in anderen Horrorfilmen wird zwar viel geschrien, aber da hört das eh niemand, von daher sind sie quasi dort auch stumm. Aber in diesem Film werden deine Ohren geschützt, denn der Film ist in der Tat selbst sehr still. Es war ursprünglich geplant, komplett auf das gesprochene Wort zu verzichten. Das wurde zwar in dieser Konsequenz nicht umgesetzt, tut dem Film aber auch keinen Abbruch. Problematisch sind, wie bei den meisten Horrorfilmen, diese offensichtlichen Fehlentscheidungen der Charaktere. Aber im Gesamtpaket hat man eine sehr schöne Abwechslung zum Altbekannten und eine wirklich intensive Grundstimmung mit einem coolen Finale. The Myrowitz Stories. The Myrowitz Stories fand ich persönlich nicht so gut, dass ich ihn in diese Liste aufgenommen hätte. Aber scheinbar bin ich einer der wenigen, denn sämtliche anderen Ratings bewerten diesen Film ziemlich gut. Was direkt am Anfang herauszuheben ist, sind die Dialoge. Die sind echt fantastisch realitätsnah. Die Leute reden durcheinander, miteinander, aneinander vorbei. Wie im echten Leben, wenn man mit seinen Freunden, Eltern oder sonstigen Vertrauten spricht. Dieses Element kommt allerdings in der deutschen Fassung nicht ganz so gut rüber, daher empfehle ich, den Film in der Originalvertonung anzuschauen. Zur Handlung will ich nur sagen, dass es um die Alltagsprobleme der Familie Myrowitz geht. Später im Film mehr darum, wie psychisch geschädigt die erwachsenen Kinder von ihrem merkwürdigen Vater sind, weil man es ihm nie wirklich recht machen konnte. Es ist irgendwie traurig, aber auch witzig. Ich bezeichne es gerne als bizarr. Ich glaube, das trifft es einfach am besten. Und weil ich diese traurig, bizarr, witzige Stimmung irgendwie nicht so gerne mag, mochte ich den Film auch nicht so gerne. Aber schau du ihn dir mal an und sag mir dann, wie du ihn fandest. Fremd in der Welt. In dem Film, der im Original I don't feel at home in this world anymore heißt, geht es, so glaube ich, auf der Metaebene um den Kampf aus der Depression. Denn die Krankenpflegerin Ruth hat eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf ihre Lebensumstände und andere Menschen. Eines Tages wird bei ihr eingebrochen, doch die Polizei hält die Füße flach. So begibt sie sich zusammen mit ihrem Nachbarn Tony, ja, das ist Elijah Wood, auf die eigene Suche nach den Einbrechern. Sie entdecken allerdings recht bald, dass sie es mit mächtigen Menschen der kriminellen Unterwelt zu tun haben. Ab diesem Zeitpunkt dreht der Film ziemlich ab und glänzt mit schwarzem Humor, absurdem Storytelling und witzigen Sprüngen durch einige Filmgenres. Begleitet wird der Film von fantastisch inszenierter Musik und balanciert sich zwischen langsam hochschaukelnder Spannung und einer absurden Komödie. Toller Film. Imperial Dreams. Der 21-jährige Protagonist, den sie Bambi nennen, kommt nach 5 Jahren Haft wieder nach Hause. Ein Zuhause, aus dem er eigentlich schnellstmöglich zusammen mit seinem kleinen Sohn fliehen will. Doch ohne Moos, nix los. Er muss sich einen Job beschaffen.
Doch dabei stört ihn sein Umfeld, das ihn wieder in die Kriminalität drängt. Während er sich mit seinen vormals besten Vertrauten nun streitet, hat er außerdem die Polizei und das Jugendamt im Nacken. Der Film hat ein paar krasse Momente und lässt dich mit gemischten Gefühlen auf der Couch sitzen. Es wird leider nicht alles bis zum Ende thematisiert und behandelt, vieles wird offen gelassen. Aber man hat einen interessanten Einblick in die Verzweiflung eines mittellosen Mannes, der eine starke Liebe zu seinem Sohn hat und damit umgehen muss. Oaksha. Oaksha ist der Name des Riesenviehs, das du gerade siehst. Diese Kreatur ist eine Erfindung des Unternehmens Mirando, die das Welthungerproblem lösen wollen. Zu diesem Zwecke erschufen sie 26 Superschweinchen und gaben diese an 26 verschiedene Bauern überall in der Welt, die die Ferkel ortsüblich aufziehen und pflegen sollten. Oaksha landet bei einem südkoreanischen Bauern und dessen Enkelin Mi-ja, die eine sehr enge Freundschaft zu dem Schwein aufbaut. Nach 10 Jahren findet nun ein Wettbewerb der Superschweinchen statt, bei dem Oaksha gewinnt. Als Gewinner wird das Schwein von dem Unternehmen einfach weggenommen und Mi-ja beschließt, Oaksha zurückzubekommen. Das ist allerdings nicht so einfach und letztlich ist Mi-ja auf die Hilfe der Tierschutzaktivisten der ALF angewiesen, die die Machenschaften des Unternehmens entlarven wollen. Der Film eckt an und hat eine erneute Diskussion über Tierschutz, den Umgang der Menschen mit Tieren und die Übermacht von Wirtschaftsunternehmen entfacht. Der Film setzt hierzu ein recht hartes Statement und macht wenig Kompromisse. Was ist deine Meinung? In technischer Hinsicht glänzt Oaksha mit toller Kameraarbeit und fantastischer Animation. Kann man sich sehr gut geben. Auslöschung. Dieser Streifen sollte eigentlich ganz normal im Kino laufen, aber Netflix hat es irgendwie geschafft, sich vor Release die Rechte zu kaufen und präsentiert jetzt stolz ein Netflix-Original. Am Anfang für meinen Geschmack etwas zu viele Zufälle, die zum Storyplot führen, aber diese erzählerische Kratzbürste entwickelt sich zu einer ganz tollen Geschichte. Es geht um eine Medizinerin, gespielt von Natalie Portman, die irgendwie auf eine komische Militärbasis kommt. Dort wird ihr gesagt, was Phase ist. Es gibt in einem gewissen Gebiet einen sogenannten Schimmer, vom Militär Area X genannt. Dieser Schimmer ist wie eine Glocke über dem Gebiet und breitet sich immer weiter aus. Es wurden schon viele Expeditionskommandos in den Schimmer geschickt, aber nahezu keiner ist wieder zurückgekommen. Um genauer zu sein, nur einer, und der ist ziemlich durch. Jedenfalls wird die Protagonistin zusammen mit weiteren Damen in den Schimmer geschickt, um auszukundschaften, was dort vor sich geht. Und sie werden belohnt. Belohnt mit fantastischen Strukturen, ganz merkwürdig gewachsenen Pflanzen und einer Farbpracht, die man so nicht kennt. Es ist tatsächlich ein Film mit unglaublich schönen Bildern. Doch Obacht, der Film weiß es, mit den neu erschaffenen wilden Kreaturen im Wald auf eine unschöne, brutale Art umzugehen. Also ich habe mich echt erschrocken, wie die Gewalt der Tiere und Menschen inszeniert wird. Aber das ist nun mal so in der Natur, auch wenn diese Natur eine andere ist, als wir sie kennen. Am Ende gibt es doch sehr viele Parallelen. Der weite Weg der Hoffnung. Im Original heißt der Film First They Killed My Father und hat damit bereits vor dem ersten Blick eine deutlich düstere Note als der deutsche Titel Der weite Weg der Hoffnung. Er wurde von Angelina Jolie produziert, sie führte auch Regie und schrieb zusammen mit Luo Ung das Drehbuch. Luo Ung ist die Protagonistin dieses Films. Ja, es handelt sich um eine Autobiografie. Es geht also um ein kleines Mädchen aus Kambodscha im Jahre 1975. Ihr Vater war ein hohes Tier in der Armee, der sich nach der Absetzung des Präsidenten als Bauer ausgibt und mit seiner Familie die Stadt verlassen muss. Kambodscha ist seit der Absetzung des Präsidenten von Tod und Schrecken beherrscht. Die Soldaten der Roten Khmer haben die Kontrolle übernommen und sind bereits in der Hauptstadt angekommen. Luongs Eltern versuchen alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sie zu schützen. Das gelingt ihnen jedoch nicht. Luong ist am Ende fast alleine und ihr Überlebenskampf im Dschungel beginnt. Ich habe nicht viel Ahnung von der tatsächlichen kambodschanischen Geschichte. Ich bin nach dem Film auch nicht so viel schlauer geworden, was die genauen Ideologien der Roten Khmer waren. Aber die Geschichte ist dennoch atemberaubend, spannend und grausam ohne Ende.
Beasts of No Nation. Das Schicksal meint es nicht gut mit Agu. Er lebt in einem Dorf in Westafrika, das eines Tages von Soldaten angegriffen wird. Er und sein Vater werden zum Tode verurteilt, doch Agu kann sich in den Dschungel retten. Dort wird er von Rebellen gefunden, die ihn als Kindersoldat aufnehmen. Er arbeitet nun für den Warlord, der sich nur Kommandant nennt. The Beast of No Nation beleuchtet den schrecklichen Alltag der Kindersoldaten auf eine großartige Art und Weise, verdeutlicht dessen Brutalität, die Abhängigkeit und die scheinbare Aussichtslosigkeit, sowie den psychischen Druck und die Manipulation, die dort an den Tag gelegt wird. Ganz verdient Platz 2 dieser Liste. Tolle Geschichte, super Bilder, unfassbare Tragik. Mudbound. Mudbound erzählt eine Geschichte über Rassismus in den 40er Jahren in Mississippi. Der Film beginnt am Ende und zeigt dir direkt, worauf es hinauslaufen wird. Danach beginnt er die Story von Anfang an zu erzählen und du wirst überrascht sein, wie und vor allem warum sich die Konflikte entwickeln. Im Wesentlichen geht es um die Verbindung zwischen einer weißen und einer schwarzen Familie auf einem Stück Farm. Eigentlich gehen alle nett miteinander um, aber irgendwie auch nicht, denn der weiße Mann ist immer sehr fordernd und gibt wenig bis gar nichts zurück. Naja, später im Film geht es erst richtig los, als der Sohn des schwarzen Farmers und der Bruder des weißen Farmers zurück aus dem Zweiten Weltkrieg kommen und sich kennenlernen. Mudbound ist ein heftiger Film. Er zeigt die unvermittelte Ekelhaftigkeit, mit der man damals den Schwarzen gegenübertrat. So mussten die Opfer des Rassismus beispielsweise einen Handelsladen stets durch die Hintertür verlassen und der Ku Klux Klan ist auch nicht außen vor gelassen worden. Aber Mudbound ist auch ein sehr guter Film, denn er zeigt auch etwas Gutes, nämlich Menschen, die über dem Rassismus stehen und dagegen kämpfen. Manche schlagen dabei allerdings auch über die Stränge. Du solltest dir dieses vielfach preisnominierte Drama unbedingt anschauen. Wirklich ein klasse Film. Tja, das waren sie. Die besten 10 Netflix-Originalfilme Stand Mai 2018. Meine Liste ist aber noch lange nicht zu Ende. Erwarte also ein weiteres Video zu den nächstbesten Netflix-Originalfilmen in den kommenden Monaten. Bis dahin, wiederschauen, reingehauen. Ape out.